Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Kapitel der Metroid-Saga. Metroid Fusion für den Game Boy Advance, welches auch gleichzeitig chronologisch der letzte Metroid-Teil ist. An dieses doch relativ schwierige Spiel wage ich mich für euch heran. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt privat durchgespielt, aber wie ihr sehen könnt, ich habe es bisher nie geschafft, das Spiel unter 2 Stunden durchzuspielen und ich habe auch bisher nie 100% an Items gefunden. Das werde ich wohl in diesem Let's Play auch nicht schaffen, weil je nachdem wie schnell man ist und wie viele Items man hier gefunden hat, kriegt man ein unterschiedliches Ende zu sehen. Aber ja, ich werde halt mein Bestes geben, aber ich kann weder versprechen, dass ich es unter 2 Stunden durchspielen kann, noch dass ich 100% an Items finde. Also da wohl eher vielleicht noch die Zeit. Und wenn ich beides nicht schaffen sollte, ist es auch egal. Ich will euch das Spiel einfach nur näher bringen. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt wieder los. Man hatte mich mit der Aufsicht des Forschungsteams von Biologic Space Labs beauftragt. Das verschaffte mir ein unerwartetes Wiedersehen mit dem Planeten SE388. Während wir eine Höhle untersuchten, fiel mich eine Lebensform an, der ich noch nie zuvor begegnet war. Später begriff ich, was mich angegriffen hatte. Der parasitäre Organismus, den wir mittlerweile X nennen. Ich wusste nicht, in welchem Zustand ich bereits war, als ich zur Station zurückkehren wollte. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. Die X-Infektion erreichte nur wenig später mein zentrales Nervensystem. Ich verlor mein Bewusstsein. Mein Schiff steuerte direkt auf ein Asteroidenfeld zu. Notfallsysteme des Schiffs schleuderten die Fluchtkapsel vor dem Aufprall heraus. Sie wurde vom Biologic Space Labs Schiff geborgen und zum Hauptquartier der Föderation gebracht. In der Zwischenzeit jedoch vermehrten sich die X rasant und beschädigten dadurch große Partien meines Anzugs. Doch die organischen Komponenten des Anzugs waren zu eng mit meinem System vernetzt, um ihn während meiner Bewusstlosigkeit entfernen zu können. Die meisten Teile meines Anzugs mussten chirurgisch entfernt werden, was mein Aussehen dramatisch veränderte. Das X hatte sich außerdem zu tief in mein Nervensystem eingenistet, um ohne Risiko entfernt zu werden. Man räumte mir nur geringe Überlebenschancen ein. Doch dann schien man ein Heilmittel gefunden zu haben. Jemand machte den Vorschlag, Metroid-Zellen zur Produktion eines Anti-X-Serums zu verwenden. Offenbar war es der Föderation gelungen, Zellkulturen des letzten Baby-Metroid von SE388 zu konservieren. Das Serum wurde noch am selben Tag entwickelt und initiiert. Mit Hilfe des Serums gelang es, sämtliche X-Parasiten sofort zu neutralisieren. Für mich war dieses Leben beendet. Obwohl ich überlebte, kehrte ich als jemand anderes ins Leben zurück. Wenn ich so recht darüber nachdenke, wird mir klar, ich verdanke dem Baby Metroid bereits zweimal mein Leben. Wir haben die BSL-Forschungsstation fast erreicht. Es wird höchste Zeit, die Andocksequenz vorzubereiten. Der Schiffscomputer hat mich informiert, dass wir uns im Anflug auf Biologic Space Labs, besser bekannt als BSL, befinden. Etwa zur gleichen Zeit, als man mich auf dem OP-Tisch zusammenflickte, muss das Forschungsteam der letzten Schwung-Musterexemplare von SE388 sowie infizierte Teile meines Anzugs dorthin geschickt haben. Nachdem ich wieder bei Bewusstsein war, teilte man mir mit, dass eine ungeklärte Explosion die Station erschüttert hat. Ich weiß nicht warum, aber tief in meinem Herzen hat diese Sache eine unbeschreibliche Angst ausgelöst, die ich kaum in Worte fassen kann. Und
Nun schickt man mich genau an diesen Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Die Leitung der Mission auf der BSL-Station übernimmt der neue Schiffskomputer. Mir bleibt keine andere Wahl, als die Befehle einer unflexiblen, kleinkarierten künstlichen Intelligenz zu akzeptieren. Schließlich überließ man mir das Schiff nur unter dieser Bedingung. Keine leichte Aufgabe für mich, wenn ich an meine Probleme mit Obrigkeiten denke. Es ist bereits das zweite Mal, dass ich mich fügen muss. Wenn ich mir alles durch den Kopf gehen lasse, muss ich an meinen anderen Captain denken. Ich erinnere mich noch genau. Die Quarantänestation hat sich eine Explosion ereignet. Dort befanden sich Kapseln mit jüngsten Proben von SR388 sowie einige Teile ihres Anzugs, der durch X-Parasiten infiziert wurde. Die Ursache der Explosion ist unklar und zu untersuchen. Die Quarantänestation befindet sich hier. Vorsicht ist geboten. Viele ihrer latenten Fähigkeiten fehlen ihnen noch. Denken Sie daran, Samus. Nutzen Sie unterwegs das Navigationsterminal, um eine Verbindung zu mir herzustellen. Sind die Anweisungen klar? Ja. Machen Sie sich nun auf den Weg zur Quarantänestation. Und somit beginnt ein ganz neues Abenteuer für Samus Aran. Wir sehen auch, sie hat ein neues Schiff bekommen, das ich mich auch rein teleportieren kann, den ich sperren könnte, aber das möchte ich ja nicht. Besprechen wiederholen möchte ich auch nicht. Gehen Sie zur Quarantänestation? Ja, natürlich, wollte ich ja gerade hin. Ich wollte ja auch nicht nochmal ins Schiff rein. So, ich wollte es euch nur nochmal zeigen. Also sieht jetzt ganz anders aus, weil das Alte ist ja explodiert bei diesem Unfall. Und ja, das, was Samus jetzt trägt, was hier so komisch blau aussieht, das ist eben der sogenannte Fusion Suit. Und wie gesagt, Metroid Fusion ist chronologisch das letzte Metroid. Also es existieren die Metroids nicht mehr und auch Mother Brain und die Weltraumpiraten, die existieren auch alle nicht mehr, wurden alle bereits vernichtet. Und ja, jetzt bin ich beim Hauptdeck und jetzt ist aber eben eine neue Bedrohung, die es aufzudecken gilt. So. Die Position der Quarantänestation wird angezeigt. Sensoren melden Biosignale. Seien Sie vorsichtig. Okay. Ja, und nicht nur ich, sondern auch viele andere Fans sind der Ansicht, dass Metroid Fusion eines der schwierigsten, wenn nicht sogar das schwierigste Metroid-Game überhaupt ist, also von allen anderen Teilen gesehen. Ich persönlich finde schon, dass es relativ schwierig ist, also schwieriger als die 3D-Teile auf jeden Fall. So, Quarantänestation. Hier ist alles voll zerfetzt und schon wieder so ein komisches Vieh. Stirb! So, mehr ist hier leider nicht, ich kann gleich wieder zurückgehen. Ich werde hier wirklich nicht lange rumtrödeln und wir sehen, ich verfüge gerade mal über meinen Powerbeam, ich habe sonst gar nichts, ich habe nicht mal den Morphball, ich habe sonst überhaupt nichts mehr von meinen früheren Fähigkeiten. Also so wie sich wieder der Schiffscomputer gesagt hat, viele meiner latenten Fähigkeiten fehlen mir noch, aber Hauptsache Samus kann solche Saltos schlagen. Schlechte Nachrichten. Die Proben, die das Außenteam mitgebracht hat, sind von X-Parasiten befallen. Das X ist in der Lage, seine Opfer perfekt zu imitieren. Folglich kann ihm jede einzelne Probe als Wirt gedient haben. Ein Wachsensor hat vor der Explosion ein Exemplar erfasst. Der gallertartige X-Parasit befällt den Wirt und vermehrt sich rapide. Dies hat den Tod des Wirtorganismus zur Folge. Zudem absorbiert er die DNS des Wirts, um eine Kopie von ihm zu bilden. Beinahe wären sie selbst der X-Infektion zum Opfer gefallen. Nur das Metroid-Serum konnte sie vor dem Tod bewahren. Scheinbar waren die Metroids die Hauptfeinde des X, deshalb hat das Serum so schnell und gründlich gewirkt. Doch auch ihre Zellstruktur hat es nachhaltig verändert. Sie sind jetzt gegen X immun. Freischwimmende X-Parasiten, die ihren Wirt verlassen haben, können sie nun durch physischen Kontakt absorbieren. Auf diese Weise optimieren sie ihre körperliche Verfassung, regenerieren ihre Waffenvorräte. Es ist denkbar, dass dieses Phänomen sogar latente Kräfte reaktiviert. Nutzen Sie deshalb jede aussichtsreiche Chance, freigesetzte X-Parasiten zu jagen und aufzunehmen. Diese Station beherbergt viele Spezies, zumeist gefährliche. Wir müssen die X von den Brutstätten fernhalten, egal was dazu erforderlich ist. Das ist überlebensnotwendig. Ich verzeichne bereits eine massive Anhäufung von Biosignalen in diesem Trakt. Die X sammeln sich.
Dies mag unsere Chancen, sie auszulöschen, aber Samus, sie verfügen lediglich über 10% ihrer Kampfkraft. Ihre Überlebenschancen tendieren gegen Null. Die Föderation braucht sie, und zwar lebend und bereit zum Einsatz, Samus. Sind die Anweisungen klar? Ja. Gehen Sie nun. Ich habe alle Ebenen Null-Schleusen entriegelt. Sie erkennen sie an den blinkenden Schotten. Na super. Ich verfüge nur über 10% meiner Kampfkraft. Das ist so gut wie gar nichts. Wie gesagt, ich kann gerade mal hier so ein paar Salto schlagen und sonst kann ich nur mit dem Powerbeam schießen. Das ist eben Standardausrüstung. So, Speer. Ja, und gelbe X-Parasiten füllen meine Lebensenergie wieder auf. So, hier haben wir eine Speicherstation. Hier kann man im Gegensatz zu den 3D-Metroids und auch zu anderen Metroid-Games kann man hier wirklich nur speichern und wird nicht geheilt. Das gibt's bei anderen speziellen Räumen. Also hier wird wirklich nur gespeichert. Oh mein Gott, da liegt ein toter Forscher und... Zombies! Pfui! Ja, hier liegt ein toter Forscher, also... Ist schon ganz schön übel wieder, was hier alles abgeht. So, diese Dinger kann ich noch nicht zerstören. Geht erst ein kleines bisschen später. So, nächstes Navigationsterminal. Muss ich wieder mit dem PC sprechen, also mit dem... mit dem Schiffscomputer quasi. Verbindung halten. Ich habe neue Informationen vom Hauptquartier erhalten. Sie halten Waffendaten zum Download für Sie bereit. Nach Übertragung dieser Daten verfügen Sie über Missiles. Sie sind sehr hilfreich bei Gegnern, denen Ihr Beam nichts anhaben kann. Gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Der Datenraum befindet sich hier. Sind die Anweisungen klar? Jo! Durch die Missiles steigen Ihre Überlebenschancen meiner Berechnung zufolge auf 20%. Na, ist doch auch mal schön. Die klassischen Missiles. Also, bevor ich zum anderen Zielort gehe, erstmal auf zum Datenraum. Ab nach oben! Irgendwie weckt der Computer Erinnerungen in mir an diesen Captain der Föderation, dem ich unterstand, Adam Malkovich. Bei Einsätzen nannte er mich immer Lady. Bei jedem anderen wäre das als Sarkasmus verstanden worden, doch Adam verlieh dem Ausspruch Würde. Aus Respekt und mit ein wenig Ironie vielleicht, habe ich mich entschlossen, den Computer nach ihm zu benennen. Einsatzdeck. Okay, also Samus nennt ihren Schiffscomputer jetzt Adam. Den haben wir, wie gesagt, in meinem Let's Play von Metroid Other M gesehen. Da hat er ja eine wichtige Rolle gespielt. So, hier Regenerator und Speicherstation ist jetzt eigentlich eher egal. Brauche ich nicht. Hauptsache, das ist mal schön auf der Karte noch eingezeichnet. So. Hier muss ich nämlich wirklich rein. Datenraum. Genau, einfach hier rein. Missil ist einsatzbereit. Halte R und drücke B. Genau. So, das kann man sich nochmal kurz im Menü angucken. Start und dann R für Status. So, jetzt sehen wir auch, dass ich 10 Missiles habe. Auch in diesem Metroid-Teil gibt es natürlich wieder viele Missil-Container für mich zu finden. Und was ist denn jetzt schon wieder los? Ein elektrischer Störfall hat die Aufzüge des Hauptdecks zum Stillstand gebracht. Dies könnte in Verbindung mit dem X stehen. Ich versuche es herauszufinden. Nun zu Ihnen. Finden Sie eine alternative Route zum Zielort. Er befindet sich hier. Ich erhalte umfangreiche Biosignale von dort. Hoffentlich sind Ihre Missiles voll funktionstüchtig. Ihr Missildepot lässt sich an einem der Regeneratoren oder durch Kontakt mit einem speziellen X-Parasiten wieder auffüllen. Sie werden Ihnen mit Sicherheit begegnen. Sind die Anweisungen klar? Natürlich. Momentan bleibt Ihnen nur der Einsatz von Missiles. Zögern Sie nicht, sie einzusetzen. Dringen Sie nun zum Zielort vor. Okay, geht klar. So. Ich käme zwar wieder hier durch die Tür zurück, aber da ja der Aufzug nicht funktioniert, muss ich jetzt einen anderen Weg suchen. Und zwar ist jetzt hier drüben ein Lüftungsgitter, was ich mit einem Missil zerstören kann. Bams! So, jetzt kann ich hier rein. Und diese Dinger hier kann ich jetzt auch mit 3 Missiles zerstören. 1, 2, 3. Und dieser grüne X-Parasit, der füllt meine Missilvorrat auf. So. Schon wieder Zombies. Stirb, Zombie! So. Ja, hier sind wieder diese Blöcke, wenn man da drauf tritt, dann zerfallen die gleich. Muss mal aufpassen, so. Hier kann man wenigstens hochklettern. Also, wie gesagt, Samus sieht schon ziemlich anders aus. Ui. Ah, seht mal! Missile-Container halten. Missile-Kapazität erweitert um 5 Stück.
Ja, also so viele wie möglich natürlich suchen. Ist eh klar. So, Hauptdeck. Genau, das Hauptdeck. Und wow! Autsch. Diese Dinger hier, diese komischen Augen, muss man dreimal mit Missiles treffen, aber wenn sie leuchten, dann versuchen sie so einen Laser abzufeuern. Hüpp, springen. Bams. So, und ein rotes X-Parasit-Vieh. Roter X-Parasit, der füllt Missiles und Energie auf. Und zwar meistens vollständig, aber jedenfalls relativ viel. Und jetzt bin ich auch schon fast an meinem Zielort. Oh, und hier ist noch etwas ganz Wichtiges, natürlich. Energietank erhalten, Energiekapazität erweitert. Mein erster Energietank ist auch sehr wichtig. Und was zum Teufel ist das? Oh-oh. Oh mein Gott. Fuck! So. Das hier ist mein erster Zwischenboss. So. Hier. So, na warte. Fuck! So, das Vieh ist down, aber ich muss noch diesen komischen Kern hier auch zerstören, bevor ich es geschafft habe. So. Geht auch nur mit Missiles. Unbedingt den Kontakt vermeiden. Ja, sonst nimmt man Schaden. So, und berühren. Morphball einsatzbar. Drücke das Steuerkreuz zweimal runter für Morphvorgang. Endlich! Ich habe meinen Morphball wieder. Zack, zack. So, jetzt kann ich hier langrollen. Super. Der Morphball ist natürlich super wichtig, um voranzukommen. So. Das ist jetzt quasi mein erstes Upgrade gewesen hier. Der Morphball. Ja, okay, vorhin waren es natürlich noch die Missiles, ist eh klar, aber die habe ich ja über einen Datenbaum bekommen, aber ich meinte jetzt eben das erste Upgrade, das ich durch einen gewonnenen Zwischenbosskampf bekommen habe. So. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich wieder... Moment, jetzt mache ich noch das hier kaputt. So, weil hier drin... ist ein Regenerationsraum, ja, Regenerator. Kann ich meinen Missilvorrat auffüllen und auch meinen Energievorrat. Wie gesagt, bei den Speicherstationen kann man wirklich nur das Spiel speichern, aber sich leider nicht heilen. So. Ich hatte es befürchtet, Samus. Die X-Parasiten sind in die Brutstätten eingefallen. Die Biosensoren zeigen Abnormitäten im Sektor 1 an. Sektor 1 ist eine Simulation des Ökosystems von SR388. Sie erreichen ihn, indem sie zuerst die Zugangsebene über den Hauptaufzug aufsuchen, dann Aufzug 1 benutzen. Sind die Anweisungen klar? Jo. Nutzen Sie das Navigationsterminal gleich am Anfang des Sektors, um weitere Anweisungen zu erhalten. Wer immer den X-Parasiten Zugang zu den Anlagen verschafft hat, steht vermutlich auch im Zusammenhang mit der Explosion. Okay. Na dann, wollen wir mal. So, jetzt geht's nämlich hier weiter, oder? Wartet mal. Wartet kurz. Hier kann ich auch noch durch. So, seht mal, hier ist nämlich noch ein Missilcontainer versteckt gewesen. Haha, sehr gut. Gut, dass ich den jetzt nicht vergessen habe. Von da nach oben. Ich kann auch mal kurz gucken bezüglich Quarantänestation, da muss ja auch noch was sein. Hier. Auch nochmal durchrollen. So. Ah ja, na passt schon. Hier muss ich sowieso lang. So, hier ist der Aufzug und ab nach unten! Was zum... was? Moment mal, ich bin doch... Ach du meine Güte, was ist das denn? Warum sieht dieses Ding so aus wie Samus? Ich bin doch der echte Samus. Ach du Scheiße, ey, was war das denn gerade eben? Oh. Und der Fahrstuhl funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück nach oben. Das ist ganz schön doof. So, aber hier geht's runter nach Sektor 1. Sektor 1, SRX.
So. Jetzt wird gleich mal die Karte aktualisiert. Okay. Der Hauptaufzug, der zur Zugangsebene führt, wurde schwer beschädigt. Bedauerlicherweise würde er für einige Zeit komplett ausfallen. Es scheint das Werk eines unbekannten Agenten zu sein und offensichtlich verfügt er über enorme Kräfte. Das kann kein Mensch sein. Ich werde Sie informieren, wenn ich neue Informationen habe. Doch genug dazu. Hören Sie genau zu. Die X haben im Sektor 1 die Klimastabilisatoren infiltriert. Offensichtlich wollen sie die Umgebung ihren Bedürfnissen anpassen. Sie beginnen bereits mit ihrer Vermehrung. Säubern Sie alle 5 Klimastabilisatoren, um sie aufzuhalten. Sind die Anweisungen klar? Natürlich! Ausgezeichnet, machen Sie sich auf den Weg. Gut, Freunde, ich würde aber vorschlagen, dass ich den ersten Part meines Metroid Fusion Let's Plays jetzt schon beende. Ja, damit es auch schön spannend bleibt. Ich werde jetzt hier mal speichern, wobei... So wichtig ist es nicht. Ich zocke sowieso über Emulator, also kann ich auch ein Save State machen und das dann wieder laden, ist kein Problem. Und ja, wie gesagt... Die meisten von euch haben sich Metroid Fusion eben gewünscht, nachdem jetzt auch das Let's Play von Metroid Other M für mich schon zu Ende ist. Und wie gesagt, Metroid Fusion ist chronologisch das letzte Metroid-Game und alles, was hier jetzt noch so folgt, das ja, werdet ihr dann im Verlauf dieses Let's Plays noch sehen. Ich hoffe, dass es sich viele von euch ansehen werden und würde mich natürlich freuen, wenn ihr netten Kommentaren so da lasst, wie ich euch das Spiel so gefällt und ob ihr es vielleicht auch selber schon gespielt habt und wie gut ihr gewesen seid, ne? Also bezüglich Durchspielzeit und wie viele Items und so und je nachdem. Okay, also, das war's mal für den ersten Part und im zweiten geht's dann hier an dieser Stelle wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao!